Es gibt immer wieder Christen, die Schwierigkeiten mit dem Bibellesen haben. Die sagen, ach, das ist so mühsam, ich verstehe das nicht. Da sind so viele Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, worum es da geht, ich verstehe es nicht. Und dann verlieren sie die Lust und sie geben es auf. Leider gibt es viele Christen, die nicht das Wort Gottes lesen, obwohl das Wort ist, was der größte Segen für sie ist. Das ist nämlich das Wort des Lebens, das ist das Wort der Wahrheit. Dadurch wird ihr inwendiger Mensch aufgebaut. Das ist quasi unsere Nahrung, unsere tägliche. Du brauchst es, du musst das Wort Gottes lesen, wenn du ein Kind Gottes bist. Als ich noch ein Teenager war, da hat mir der damalige Jugendleiter einen ganz, ganz einfachen Tipp gegeben. Und er hat gesagt, pass auf, wenn du in der Bibel liest, wenn du anfängst in der Bibel zu lesen, dir werden viele Sachen nicht klar sein. Du wirst vieles nicht verstehen, wirst Fragen haben, verstehst die Zusammenhänge nicht. Er sagt, mach's doch ganz einfach. Du nimmst hier einen Bleistift und du machst dir seitlich ein Minus dran. Was du nicht verstehst, mach einfach ein Minus hin. Ist doch kein Problem. Das habe ich noch nicht verstanden, das habe ich noch nicht verstanden, das habe ich noch nicht verstanden, hier habe ich es auch nicht verstanden. Mach überall ein Minus hin. Das habe ich gemacht. Und weißt du was? Meine Bibel war voll von diesen Minuszeichen. Und dann, so sagte er weiter, wenn du später das wieder liest, wenn du es verstanden hast, dann machst du ein Plus hin. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, dann lässt du das Minus. Aber weißt du, im Lauf der Jahre, immer mehr, als ich gewachsen bin im Glauben, als ich die Zusammenhänge mehr erfassen konnte, als ich das Ganze mehr verstanden habe, als ich im Wort mehr gelesen habe, als der Herr mir das mehr offenbart hat, da wurde nach und nach und nach und nach aus dem Minus ein Plus. Immer mehr Plus, immer mehr Plus. Aus dem Minus ein Pluszeichen. Nicht alle Minuszeichen in meiner Bibel sind verschwunden, aber fast alle. Weil im Lauf der Zeit sich die Dinge geklärt haben. Der Herr hat es mir immer mehr offenbart. Und ich lade dich dringend ein, deine Bibel zu lesen. Nimm sie. Es ist wichtiger als alle christlichen Bücher. Es ist wichtiger als Fernsehen oder überhaupt alles, was du dir vorstellen kannst. Es ist das Wort des Lebens. Du musst es für dich haben. Du musst darin aufgebaut werden. Wenn du im Sieg leben willst, brauchst du das Wort Gottes. Und wenn du sagst, ich verstehe es nicht, Minus und weiterlesen. Und noch ein Minus und noch ein Minus. Ist doch egal. Es ist doch egal. Du wirst merken, schon bald fangen die Minuszeichen an, sich in Pluszeichen zu verwandeln. Und wenn du dran bleibst und dran bleibst und dran bleibst, wirst du irgendwann nicht mehr das Problem haben, dass du sagst, ich verstehe das nicht. Das ist so schwer für mich. Das macht mir keinen Spaß. Sondern du wirst verstehen, das ist etwas, worauf ich gar nicht verzichten kann. Weil das ist etwas, was eine Grundlage für mein Leben, für meinen Sieg und für mein Vorangehen im Glauben ist. In dem Sinne, Gott segne.